Ja, und einer, über den ganz Deutschland gesprochen hat, noch vor wenigen Wochen. Er war schon ein Held zu DDR-Zeiten. Spitzname der Belmondo des Ostens. Und selbst die Kanzlerin, die mit seinen Filmen aufgewachsen ist, verehrt ihn, weil er es geschafft hat, in ihrem Lieblingsfilm Die Legende von Paul und Paula mit einer Axt und einem irren Blick so elegant auf eine Frau loszugehen und sie am Ende doch noch zu küssen. Wie also konnte es passieren, dass dieser geniale Kinski-Ost plötzlich im Dschungelcamp West landete? Und wie konnte es passieren, dass ihn Millionen seitdem nur noch unter dem Namen Wutfried kennen, während andere Teile seines Körpers als Glatzenpeter zu Ruhm gelangten? Herzlich willkommen also, Winfried Glatzeder. Schön, dass Sie bei uns sind. Freue mich sehr. Wie hat sich Ihr Leben seit dieser sehr speziellen Erfahrung verändert? Mal ganz allgemein gefragt. Lange nicht so schlimm, wie Ihr Leben in Gefahr war. Es ist ein Witz dagegen. Alles, ich meine, dass ich jetzt nach ihr dran bin, ist ein bisschen gemein. Nein, so ist es gar nicht gemeint. Ich durfte in einer Sendung mitmachen, das gab es in deutscher Fernsehgeschichte noch nicht. 120 Millionen haben gesehen, aber keiner hat es gesehen, außer Herr Söder und ich. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Das gab es in deutscher Fernsehgeschichte noch nie, dass so viele Menschen das gesehen, über 17 Tage 120 Millionen. Wahnsinn. Okay. Es ist ein Versuch. Ein Versuch für mich gewesen gegen die Meinung meiner Kollegen, die gesagt haben, du baust dir 50 Jahre eine Karriere auf und machst sie in 17 Tagen wieder kaputt. Was hat Ihre Familie gesagt? Auch in meiner Familie sind unterschiedliche Meinungen gewesen. Ich habe meine Neugierde befriedigt, weil ich dieses Format so trashig finde und so merkwürdig. Ich gebe dazu, ich gehöre auch zu denen, die das vorher nicht gesehen hat. Aber als ich das Angebot von der grandiosen Redaktion bekam, die auf überhaupt den Einfall kam, mich da zu besetzen, habe ich mir DVDs schicken lassen. Sie hatten ja vorher schon mal beim Promi-Dinner mitgemacht, ne? Das Format ist überhaupt nicht zu vergleichen. Da gibt es Essen. Da geht es um Essen. Da gibt es um normales Essen. Da darf man selber entscheiden, was man kocht. Ja. Dort sind. Aber Promis unter sich und vor der Kamera und so weiter und so. Was denkt man denn, wenn RTL da anruft und sagt, ja, also der Unterschied ist ganz anders. Ja. Einmal kocht man, was man essen möchte. Und einmal wird man gezwungen von den Zuschauern, was zu essen, was man nicht essen möchte. Das ist richtig. Und auch nicht gekocht. Ich hätte meinen Kollegen, die da noch übrig waren, Hunger verordnet, weil ich weder, ich will es jetzt nicht bezeichnen, aber das hätte ich nicht gemacht. Mhm. Nicht, weil ich, sagen wir mal, so ein großes Ekelgefühl in mir. Aber es gibt so Grenzen, die auch ich nicht überschreiten will. Alles das, was ich da mitgemacht habe, ist sozusagen ein Rückgriff in meine... Ich komme ja aus der DDR, da hieß das nicht Pfadfinderlager, sondern hieß das Gesellschaft für Sport und Technik, GST. Die haben mich geködert, weil man da Motorrad fahren lernen durfte. Und jetzt bin ich gespannt auf die Begründung. Ja, Motorrad fahren lernen, und da saßen wir auch am Lagerfeuer mit den Mädchen, haben posiert, grandios und so. Und das war sozusagen auch ein bisschen mein Gedanke, mein Gott, du kannst kurz vor deinem Ableben nochmal dich zurückbeamen in eine Zeit, du bist zwar viel älter, aber du kannst wieder damit... Ja, und Motorrad gab es da auch nicht. Motorrad gab es nicht, das kann ich ja nun mittlerweile fahren. Ja. Aber es gab dafür eben kennenzulernen, die trashigste Show, die es im deutschen Fernsehen überhaupt gibt, mit so einem wahnsinnigen Empfinden der Leute, interaktiv mitbeteiligt zu sein, nämlich Leute zu zwingen, was zu machen, was sie nicht mögen, und Leute rauszuschmeißen, wenn sie ihnen nicht mehr gefallen. Welche Rolle spielt da der wirtschaftliche Aspekt der Geschichte, wenn so ein Anruf kommt? Bei mir nicht. Also ja, auch kein Gedanke, dass meine Karriere irgendwann dadurch abgebrochen wird oder dann umgekehrt gefragt, Sie hätten es auch für 3.000 Euro gemacht? Das ist gemein. Eine gute Frage, wie ich gerade merke. Ich frage ja nur. Meine Kinder sagen nicht, dass ich geizig bin, aber ich sage es. Ich weiß, dass die Gaza sich in Berlin überhaupt nicht um uns kümmert, wenn die Preise steigen. Jeden Monat kommt automatisch die Anforderung, sehr viel Geld zu bezahlen für Gasheizung, Strom und alles und Wasser. Ich freue mich, wenn ein Sender entscheidet, Herr Glatzeder, wir würden Sie zu dem und dem Honorar bitten, dahin zu kommen. Ist auch ein Gesichtspunkt, gebe ich zu. Ja, ist doch, aber die Neugierde ist der größte gewesen.
Gab es auch Nachverhandlungen aus dem Dschungel raus? Also hat man irgendwie mal mit RTL telefonieren können und sagen können, ich bleibe noch ein bisschen länger, wenn ihr noch was drauflegt? Die Frage gab es, glaube ich, nur bei einem dieser Kandidaten, die das für Werbezwecke, einer aus eurer Branche, also ich meine aus der Musikbranche. Oder bin ich jetzt ganz vorsichtig? Ganz dünnes Eis. Der das benutzt hat, um seine Single da, die am Freitag zuvor rauskam, und ein Spray, wo seine Musik, wenn man die auf der Toilette, um ja, den Gestank auf der Toilette zu vertreiben, dafür haben wir es dann benutzt. Wir reden von dem Mann, der von sich selbst in der dritten Person spricht. Ich will reden, aber ja, ich meine, das ist sozusagen, der hat es benutzt als Promotion. Ja. Ich habe das wirklich aus Neugierde gemacht und ein bisschen meiner Frau zu beweisen, dass ich in meinem verhärteten Alter doch noch in einer gewissen Weise in eine Gemeinschaft von Leuten aufgehen kann. Und die langläufige Meinung, dass alte Leute weise, gelassen und großzügig werden, zu widerlegen. Das ist Ihnen gelungen. Sehr schön. Herr Glatzeder, wir schauen mal ganz kurz rein. Das ist nämlich ganz interessant. Sie haben kurz vor der Reise nach Australien haben Sie den Kollegen von Spiegel TV ein Interview gegeben. Oh Gott, du bist so gemein. Warum? Naja, sicher stimmt das alles nicht, was ich jetzt gesagt habe. Nein, doch. So. Und da haben Sie das folgendermaßen begründet. Ich weiß jetzt gar nicht, was kommt, aber es ist wurscht. Auf jeden Fall ein spannender O-Ton von Herrn Glatzeder, in dem er begründet, warum er ins Dschungelcamp geht. Mit mir umzugehen ist ganz schrecklich. Ich wundere mich, dass meine Frau das 40 Jahre oder mehr jetzt geschafft hat. Also das ging, glaube ich, nur gut, weil ich andauernd unterwegs war, also viel unterwegs war. Mit mir auszukommen ist schwierig. Warum? Weil ich ungeduldig bin, weil ich cholerisch bin, weil ich egozentrisch bin, weil ich dominant bin, weil ich nicht gelassen bin und weil ich nur Humor habe auf Kosten der anderen. Ja. Und das wird für die anderen schwer werden und ich bin mal gespannt, wie lange sie das aushalten. Ich glaube, das Einfachste wäre, ich übe gar nicht ein, sondern ich bin, wie ich bin. Und das werden die Leute am meisten schätzen, wenn sie merken, was für eine kuriose Typ ich geworden bin. Von einem harmlosen Kind wird man dann zu so einem bösartigen Wesen. Finde ich von einer entwaffnenden Ehrlichkeit, und das haben Sie vorher gesagt, haben die anderen das gewusst, dass Sie so sind? Mein Umfeld weiß das. Ja. Also mein näheres Umfeld. Ich wundere mich immer, dass die Kollegen, ich arbeite ja in einem Team immer von 40 Leuten, also beim Drehen mit 40 Leuten. Ich habe gerade einen Film in Wien abgedreht mit Peter Kern, 40 Leute drumherum. Und ich verstehe mich mit allen praktischen Leuten grandios. Mit dem Tonmeister, mit dem Requisiteur. Das geht so weit, dass sie sagen, du solltest Requisiteur werden. Du machst ja alles hier mit und wir und prima. So, und mit den Kollegen, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Mit den Kollegen ist immer schwierig, weil ich eben kein Sendungsbedürfnis habe, sondern eine exhibitionistische, extrovertierte, unangenehme. Ja. Ich möchte mit mir nicht umgehen müssen. Also ich bewundere wirklich alle Leute, die es können. Verstehe. Das ist ja ganz neue Töne. Also lass uns jetzt mal richtig rein. Das sind keine neuen Töne, ja. Ich wiederhole mich ja eigentlich. Ja, ist wahr. Aber im Dschungel kam das teilweise anders rüber. Haben Ihnen die anderen teilweise leid getan? Also so Stichwort Larissa zum Beispiel. Nein, ich habe mir leid getan. Das verstehe ich auch. Ich habe mir leid getan, dass das Experiment für mich relativ schnell abgeschlossen war. Weil Warum? Ich ja mit Leuten zusammengeführt wurde, mit denen ich normalerweise im Leben freiwillig nie was zu tun haben wollte oder haben würde. Haben Sie diese Meinung immer noch? Mehr denn je? Nein, es gibt so zwei, drei Leute da, wo ich mich freuen werde, wenn ich die wiedersehe. Wen? So weit müssen wir nicht gehen. Nee, aber das ist ja was Positives. Nein, ich mit Jochen zum Beispiel, der unser Koch war, der uns gerettet hat. Also Jochen wir Bendel, haben ja ne? alle nur, ich meine, das ist alles nicht zu vergleichen mit Ihrem Schicksal. Ich habe 10, 14 Tage mit 10 Mann mir aus einem Becher Reis
und zwei Bechern Bohnen. Da gab es ein Experiment von dem Justus von Liebig, der von der deutschen Generalität gebeten wurde, ein Experiment mit 500 Soldaten zu machen, wie er sie überleben lassen können, nur mit Erbsen. Georg Büchner hat dann ein Stück Wojciech darüber geschrieben. Mhm. Man wird mit der Zeit verrückt, wenn man so wenig Essen bekommt, ohne Salz, ohne Pfeffer, ohne Zucker, nichts, nur Wasser und dieses Zeug, die Nervenbahnen verlieren ihr Fettgerüst und man sagt ja so, die Nerven liegen blank. Ja. So. Und da hat mir natürlich auch ein wenig Larissa leid getan. Wobei ich mir selber leid getan, weil ich gemerkt habe, die ist grandios. Diese Frau ist so verrückt, diese Frau ist so begabt, diese Frau ist so von Ehrgeiz zerfressen. Da ist so, das ist so, wie wenn ein Schauspieler spürt, du kannst von der Bühne abgehen, weil da ein Tier auf der Bühne ist. Oder ein Kind. Weil jedes Kind und jedes Tier ist authentisch. Und diese Dame war authentisch. Aber ist sie Kind oder Tier? Die ist alles. Die ist verrückt, die ist Tier, die ist Kind. Wenn die mal einen Regisseur findet, der dieses Potenzial entdeckt, der wird einen Film mit ihr machen, nie wieder. Aber weil alle verrückt werden. Aber das heißt, aber das muss ich jetzt mal klären. Also ist sie entweder, ist sie, ja, sie kann ja nur eins von beiden sein. Entweder ist sie authentisch oder sie schauspielert. Also was ist es denn jetzt? Ich habe mich wirklich, ich habe die ganze Zeit philosophiert darüber. Ist sie genial? Und ich hätte so gerne es gewollt, dass ich am Schluss vor ihr niedergekniet hätte, wenn sie gesagt hätte, ich war bei Markus Lanz und der hat mich gefragt, wie mir denn das alles passiert ist. Und ich habe gesagt, Herr Lanz, alles gespielt. Und dann hätten sie aber abgeschlackert. So, das hatte ich mir gewünscht, eine ganze Zeit gewünscht, dass sie so das eines Tages sagen wird. Ja. Und dass sie, aber ich habe dann gemerkt, dass die wirklich einen Schatten hat. Und ich habe auch gemerkt, dass sie ein Potenzial, dass sie ein unheimliches Potenzial hat, was ich mir als Schauspieler sozusagen am Ende meiner Karriere mal wünschen würde. Dass ich im Moment authentisch bin und so amüsant wie die war. Mhm. Grandios. Hut ab. Aber Sie waren doch auch authentisch. Sie waren authentisch bösartig. Wissen Sie, man geht dahin natürlich nur, um dödelig da rumzusitzen. Das ist Quatsch. Ja. Ich gehe natürlich da auch hin am Anfang, dass ich mir eine Hoffnung mache. Ich werde Dschungelkönig. Also, wollten Sie das ernsthaft? Ja, nee, ganz kurze Nachfrage. Wollten Sie ernsthaft Dschungelkönig werden? Oder? Naja, ich meine, man geht zu einer Sendung, wo das der Titel ist, ich bin ein Star, hol mich hier raus, okay, und dann irgendwie Dschungelkönig. Und dann habe ich aber in der Zeit überlegt, wenn du Dschungelkönig wirst, bist du ja der Letzte, alle sind weg. Du kannst ja damit gar nicht anfangen. Du kriegst weniger, nicht mal mehr Kohle und keiner ist da, den ich drangsalieren kann. Und mal sage, hol mir mal ein Bier oder mach mal sauber, mach mal die Kloake sauber da und so. Geh mal saugen. Ja, also eigentlich Quatsch. Und als ich dann auch gemerkt habe, dass dieses 400-Mann-Team, die da um 10 Hanseln sitzen und das dirigieren mit 10.000 Kilometer Kabel durch den Urwald verlegt, das ist so wie, das ist für mich eine Versuchsanordnung der NSE. Das ist wirklich, das ist sozusagen, was vielleicht in 50 Jahren wird auf einer Kreuzung gesagt zu mir, da lebe ich leider nicht mehr, okay, also vielleicht in 30 Jahren schon, kommt dann irgendwie aus dem Äther Nummer 3.467.640, gehen Sie nicht bei Rot über die Ampel. So, da gehe ich zurück. Okay, weil ich nämlich das Handy habe, was dann noch spezialisierter ist wie, wie bei der Mondlandung, was mich immer zu abhört, was überall heute schon im Fußballstadion an Kreuzungen und so diese Kameras sind. Mhm. Und dann wird eines Tages das so sein. Und so ein Gefühl hatte ich da auch ein bisschen. Ich habe so gedacht, mein Gott, wie veränderst du dich dabei? Also Sie wussten, dass Sie beobachtet werden. Natürlich. Ja, aber ich habe es auch vergessen. Und ich habe eine Vergisst Situation, man das wirklich? Ja, man vergisst es. Also aber, aber das alles weiß ich doch auch schon vorher. Also ich meine, ich habe das jetzt nicht geguckt. Ich weiß das aber trotzdem. Oh, da bist du aber klug. Ja, nun. Ich habe Ihnen mal davon erzählt. Ja, ja. Er hat dir erzählt. Also ich muss doch deswegen gesehen. Nicht, ich muss doch, also ich meine, viele Dinge, die Sie jetzt beschrieben haben, weiß ich auch ohne da gewesen zu sein. Schon. Na gut, nee, so intelligent bin ich nicht. Also dass ich da dann am Schluss der Letzte bin und immer die schrecklichen Leute so da bleiben und dann ganz am Schluss ist man da dann der Allerschrecklichste von allen. Das ist ja, weiß ich nicht.
Das weiß ich auch, ich muss, deswegen bin ich noch, also, das weckt in mir keine Neugierde, das für mich auszuprobieren. Okay, also da bin ich anders gestrickt, da bin ich viel primitiver gestrickt als Sie. Aber nochmal zurück zu der Situation. Ich war wirklich neugierig auf dieses Fernsehformat und das ist Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich arbeite an einem Theater mein ganzes Leben in Berlin und schaffe vielleicht 4 Millionen Leute. Und ich habe in 17 Tagen 100 Millionen Leute, die meine Müllleute sagen, ey, hallo und wie und was. Ich meine, das ist nicht meine Erfüllung meines schauspielerischen Berufes. Ja. Aber es ist sozusagen, auch alle Produzenten können sich jetzt nicht mehr herausreden und sagen, ach, wir dachten, der ist schon tot. Verstehe ich. Ja. So, eine Frage habe ich noch. Diese Bohnen, ne? Machen die wirklich Halluzinationen? Also, ich bin ja... Flatulenz? Ich bin ja Hypochonder. Das ja. Erbsen und Bohnen. Also, ja. Liebig hat dieses Experiment mit Erbsen. Und Georg Büchner war bei ihm Student und hat das in Wojciech, das ging ja so weit, dass Wojciech dann geköpft wurde. Und der Scharfrichter war so glücklich, weil er ihm das Schwert so durch den Kopf geschlagen hat, dass auf der Schwertklinge der Kopf... Wahnsinn. Okay, aber Georg Büchner hat bei Justus von Liebig dieses Experiment gemacht und da gab es Erbsen und Bohnen. Ja. Und wirklich Erbsen erzeugen bei dir, ja, wie man sagt, das Sprichwort, die Nerven liegen blank. Mhm. Und ich habe diese Larissa ja doch relativ lange ertragen. Aber als sie respektlos wurde, ich nehme an, das wird ja auch die Zuschauer interessieren. Und als sie dann diesen abgehackten Zeh von diesem Krokodilbein, was wir zum Essen bekamen, so bei mir abwischte und mich gar nicht anguckte, ich fand das so respektlos, dass ich eigentlich in eine Ohrfeige hätte schlagen müssen. Ich habe sie nur weggestoßen. Das wurde dann stilisiert zu einem großen... Da liegt Albert, jemand auf der Straße und da kommt jemand und tritt mit den Füßen nach oben. Ja, ist ja alles Quatsch. Albern. Ja. Ist Quatsch. Albert. Aber das... Aber diese Reaktion... Sozusagen diese Reaktion... Kam durch die Bohnen. Sagt meine Frau, ist auch normal bei mir zu Hause. Aber... Das ist super. Also... Leider. Sie sagt, ich hätte mich schon so oft entäußert ihr gegenüber verhalten, wo ich sage, ich kann mich nicht erinnern. Aber sie sagt, ja, das tut mir leid. Und ich entschuldige mich auch nochmals bei meiner Larissa, bei meiner Mitspielerin. Und vor allen Dingen habe ich mich hinreißen lassen. Das muss ich heute wirklich mal sagen. Ich habe mich hinreißen lassen. Ich habe gesagt, du bist ja wahnsinnig. Du bist ja eine Verrückte. Du bist ja absolut verrückt. Du solltest in mein Irrenhaus gegenüber zu meinen Irren in stationäre Behandlung. Kriege ich einen Brief von dem katholischen Heim. Zu Recht. Ja. Es heißt, und ich entschuldige mich heute bei allen Kranken und vor allen Dingen bei den Angestellten, es heißt Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung. Entschuldigt mich. So, lassen wobei wir jetzt Uschi gesagt hat, du, ich habe dir das nicht übel genommen. Und auch die anderen, die ich gefragt habe von den Insassen, die ich ja jeden Tag treffe. Insassen, auch gesagt, ganz schwieriges Wort. Ganz schwieriges Wort. Lassen wir jetzt einfach... Ich entschuldige mich. Herr Glatzeder, folgendes. Ja, ich musste das ja mal los. Finde ich gut. Es gab noch keine Sendung, die das nicht rausgeschnitten hat. Finde ich gut. Okay. Ich hatte heute vor, auch mit Ihnen ein bisschen über Ihr Leben zu sprechen, aber jetzt haben wir uns so ein bisschen verquatscht. Wir machen Folgendes. Ja, wir weil haben das war über sehr unterhaltsam. Leben gesprochen. Ja, den Urwald. 17 Tage. Ja, König der Affen und sowas. Aber jetzt ernsthaft, so über Ihr wirklich faszinierendes Leben, das Sie auch in der DDR geführt haben, reden wir demnächst bei anderer Gelegenheit. Ja. Versprochen? Dann sehen wir uns wieder hier in der Sendung. Sind wir. Die Herren sind ja auch noch dran. Ja, deswegen. Machen wir das nächste Mal. Nicht am Bohnen denken, alles gut. So.